Herr Staatssekretär, hohes Haus, ich wollte an sich zu den Russland-Sanktionen gar nichts sagen, aber Werner Kogler, du provozierst natürlich. Nein, nur gerade Österreich sollte sich bemühen, ein bisschen auch in dieser Diskussion mit Sachlichkeit an die Dinge heranzugehen. Es war ja nicht so, dass die Entwicklung in der Ukraine völlig losgelöst von der Europäischen Union stattgefunden hätte. Und ein Assoziationsabkommen, wo man militärische Zusammenarbeit hineinschreibt, ist vielleicht auch ein Bestandteil dazu. Und dass über Nacht der gewählte Präsident dort quasi weggeputscht wird, wenn es vorher eine Einigkeit gibt für eine friedliche Lösung, jemand, der ankündigt, die Heckenschützen, die auf die Maidan-Demonstranten geschützt haben, werden verfolgt und an dem Tag der Machtübernahme seither wird kein einziger mehr davon gefunden, sollte man natürlich auch gerade als westliches Land ein bisschen neutraler an die Dinge herangehen. Und in der Frage sage ich daher, sehr sorgfältig abwägen, haben wir alles moralische Recht auf der Seite der Sanktionierer und daher mit sehr viel Sorgfalt die Dinge. Und ich bin dankbar, wenn die Bundesregierung... Gut. Zur zweiten Kernfrage. Eines der Hauptprojekte, natürlich, die wir heute vorgelegt bekommen haben, ist etwas, was ich insofern gut finde, als es nicht der normalen vorherrschenden Mainstream-Politik der EU entspricht, nämlich die Bedeutung von Investitionen, um aus der Krise herauszuwachsen. Da ist es ja jenseits des Atlantik um vieles besser als hier in Europa. Wenn da eine Krise ist, selbst die Konservativsten der Konservativen sagen, dann muss der Staat mit mehr Nachfrage dafür sorgen, dass es überwunden wird. Bei uns in Europa herrschen die Schäubles aller Art, wo es eher oberster Stelle steht, wie schaut das öffentliche Defizit aus, und in Wahrheit es verschärfen, weil wenn ich einen Sparkurs mache zu einem Zeitpunkt, wo meine Wirtschaft im Schleudern ist, mache ich denselben Fehler, den ein Autofahrer tut, wenn Glatteis ist und er habt voll auf die Bremse ein bisschen blockiert. Ich empfehle ABS in so einem Fall und in dem Fall Investitionen. Und soll es Juncker-Plan heißen, wie auch immer, Europäischer Fonds für strategische Investitionen, ist eine gute Maßnahme, Investitionen anzukurbeln. Und Österreich hat ja sowieso hier die österreichische Bundesregierung immer einen besseren Kurs gefahren. Man sieht das auch beim aktuellen Budget 2017. Wir haben erstmals 5 Milliarden öffentliche Investitionen und es wirkt. Wir haben 2% Wachstum heuer und wir werden hoffentlich die Prognose auch haben, keinen Anstieg, vielleicht sogar einen leichten Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen haben. Es wirkt und ist gut. Nachtrag zum Kollegen Demisler an der Lehrlingsfrage. Ja, wir haben eine demografische Frage. Ja, wir haben eine Frage, welche Betriebe fühlen sich im Rahmen der Regeln in der Lage. Aber wir haben viele Maßnahmen gemacht. Die von Ihnen verdammten Überbetrieblichen, die wo viele von dort nach einem Jahr dann wechseln, ist eine gute Maßnahme. Wir haben jetzt ein Integrationsjahr in der Bundesregierung. Das heißt, schauen wir, dass wir die jungen Leute, die jetzt mit der Welle der Migration gekommen sind, zu Lehrlingen machen. Das sind Facharbeiter von morgen. Ich lade die FPÖ ein, statt immer nur zu schimpfen auf die jungen Menschen, die auch als Migranten gekommen sind und Asylsuchern helfen, dass sie integriert wird. Ich glaube, sie wären hervorragende Installateure, Metallfacharbeiter, Friseurinnen, all das. Und in 20 Jahren ihre Kinder werden gar nicht mehr denken, dass die Eltern einmal aus Syrien oder dem Irak oder Afghanistan geflüchtet sind. Ich hoffe nur, diese in zweiter, dritter Generation nicht wie so viele Migrantenkinder dann selber fremdenfeindlich sind. Vielleicht erkennen sie den Wert, wenn man andere Menschen als Menschen akzeptiert. In Ihr Stammbuch ganz besonders geschrieben, Herr Kollege. Danke. Christoph Gatznetter, SPÖ-Sprecher für Wirtschaftspolitik allgemein, sagt, man dürfe keinen Sparkurs fahren, wenn die Wirtschaft am Schleudern sei. Er empfiehlt ABS und meint damit Investitionen. Leopold Steinbichler vom Team Strong.